Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich denke, irgendwann werden alle Fernsehsender sich zusammensetzen und werden sagen, okay, wir machen jetzt einen Internetstandard, der heißt irgendeine Webseite, wo alle Sender drauf sind, da klickst du dich dann ein und dann ist es ein Peer-to-Peer-Netzwerk, was innerhalb von Sekunden eine Verbindung aufbaut und du hast dein Fernsehen auf dem Fernsehen, ne? Ja gut, ich bin mir fast schon sicher, das wird nicht mal von den Fernsehsendern ausgehen, die Entwicklung, weil die Fernsehsender, das ist so ein bisschen wie bei vielen anderen Medien auch und etablierten Dinosauriern, sage ich mal, die checken das irgendwie noch nicht so richtig. Ich meine, da gibt es schon so ein paar Ansätze, dass die jetzt mal erkennen, dass im Internet viel passiert, aber bei den meisten Internet? Programmen wundern sie sich immer eher noch, warum haben wir denn immer weniger Einschaltquoten? Was ist denn da los? So, was können wir denn da machen? Und ja, da finden sie halt, sie sind halt momentan immer noch, versuchen sie noch übers Programm das auszugleichen und da irgendwie Modifikationen vorzunehmen und das dann irgendwie anzupassen. Aber ganz ehrlich, die Generation, die da im Internet guckt, die interessiert sich für diese ganze Scheiße nicht mehr, die im Fernsehen passiert teilweise. Video on demand, wenn man es gucken will. Ja genau, wenn man es gucken will, da ist dieses ganze Prinzip von Fernsehen, da können sie noch so viel umstellen und im Detail verändern, das wird sich nicht ändern, das wird nicht anders sein. Da haben sie einfach auch, wie die Musikindustrie damals und die Filmindustrie, die haben einfach gepennt. Die hätten es viel früher machen müssen, aber na gut. Und dann kommt natürlich in Deutschland noch erschwerend dazu, dass unser Breitbandinternet einfach beschissen ausgebaut ist, man muss es so sagen. Wir brauchen ein breiteres Net, wir brauchen ein breiteres Band. Ja, wir brauchen ein breiteres Band, genau. Und es ist halt, naja, das ist halt so, die Grundvoraussetzungen sind halt auch bei uns nicht so wirklich optimal für sowas. Ne? Selbst wenn du es produzieren willst, haben ja viele das Problem, dass sie einfach beschissene Leitungen haben und so. Also ja, von Privatpersonen jetzt. Und das ist halt dann, ja. Viele haben ja nicht mal die Option oder die Wahl, das zu ändern. Du hast ja, entweder in manchen Gegenden hast du ja nur die Möglichkeit, ich nehme die beschissene Leitung oder ich habe gar kein Internet. Und das ist halt ein Zustand, der geht halt nicht mehr. Und ich finde es aber auch, hier öffentlich-rechtliche WDR, Sat1, das Erste, die haben ja alle Livestreams im Internet, gar kein Problem. Nur ich finde es dann richtig frech von RTL und solch, die eh schon Millionen durch ihre Werbeeinnahmen machen, dann noch 3,50 Euro im Monat für ihr Live-Angebot haben möchten, für das, dieses RTL das ist, Now. Ja. Und das ist eben so der Punkt, da haben sie es einfach nicht verstanden. Da hat irgendeiner, der hat gekifft in der Sekunde. Ja. Die Werbung läuft auch im Internet, die wird da nicht rausgeschnitten. Ja. Das heißt, ich bezahle und gucke Werbung. Das ist eben so das Ding, das kapieren die einfach nicht. Und ja, aber das wird noch lange dauern, bis die da mal das erkennen, wie man sowas präsentiert, wie man sowas aufbereitet. Und ja, das dauert noch eine ganze Weile, glaube ich. Ich glaube, da. Dafür gibt es ja so schöne Seiten wie Schöner Fernsehen TV, da ist einfach alles. Da kannst du alle Fernsehsender angucken, aber auch nicht in HD, da musst du auch wieder bezahlen. Ja, das bis da wirklich mal eine optimale Lösung kommt, da wird noch einiges passieren, glaube ich. Ja, es wird noch sehr interessant, die Zukunft. Ich freue mich da schon drauf. Mhm. Also ich vermute fast schon, dass diese ganzen Großangebote im Bereich Film und Serien, dass die tatsächlich dann den meisten Zulauf bekommen und dass daraus sich dann irgendwas entwickeln wird, was so ein bisschen Alternative zum Fernsehen wird. Tja, weil da wird sich ja auch irgendwann die Spreu vom Weizen trennen. Da werden dann auch einige fusionieren bestimmt oder geschluckt werden von anderen. Und dann bilden sich dann auch wieder größere sozusagen Einheiten raus und die werden dann bestimmen, was halt kommt. Und die werden dann auch vielleicht sogar den ein oder anderen Fernsehsender sich mal einverleiben oder umgekehrt. Man weiß es halt nicht. Und dann entsteht dann daraus das Fernsehen der Zukunft irgendwie. Es wird noch sehr interessant. Problem ist halt, ein Fernsehsender wie RTL, 50% der Zuschauer wollen jetzt in der Sekunde DSDS gucken, 60% oder 60% ist ja möglich. Mehrere wollen mehreres gleichzeitig gucken, ist ja durchaus möglich. 60% wollen in der Sekunde das Supertalent gucken, die können gar nicht so viel Content produzieren wie in YouTube. In YouTube werden 100 Stunden alle 10 Minuten oder so hochgeladen. Das geht überhaupt nicht. Ja, sie versuchen es halt immer sehr zielgruppenspezifisch zu machen und da schneiden sie sich dann aber teilweise wieder ins eigene Fleisch, weil sie sich das nicht erlauben, dann mal nach links und rechts zu gucken und vielleicht auch mal was anderes auszuprobieren, was vielleicht auch gut ankommt. Sie sind dann halt so zielgruppenfixiert, dass man das einfach im ganzen Programm merkt und man merkt dann auch einfach, okay, ich gehöre einfach nicht zur Zielgruppe, was die machen ist für mich vollkommen uninteressant
Und die Zahl der Leute, die merken, dass es für sie vollkommen uninteressant ist, die wird eher noch größer. Und da geraten sie natürlich in Panik, weil die Einschaltquote mehr oder weniger nicht mehr wirklich was aussagt über die Qualität oder die Reichweite von so Programmen. Mm, wobei, wie die Einschaltquoten erhoben werden, das ist ja sowieso nochmal so eine Sache für sich, aber naja. Würden sie RTL gucken? Nein, okay, danke. Ja. Weißt du, also, hier stehen wir jetzt übrigens gegenüber von der S-Bahn. Finde ich ganz, ganz witzig. Die fahren scheinbar auf einer Schiene. Das ist echt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Weil die fahren hier auf der gleichen Schiene. Warum? Vielleicht konnten sie sich, also ich meine, es ist ja eine U-Bahn in dem Sinne gerade, vielleicht konnten sie sich keinen Tunnel leisten. Das ist vielleicht Sparmaßnahmen. Berlin oder was? Ja, genau. Ja, alles Geld ist in den Flughafen geflossen und für die U-Bahn-Tunnel hat es nicht mehr gereicht. Ja, keine Ahnung. Und sie haben scheiß Ampelanlagen. Ja. Ich finde das nur so ein bisschen komisch. Du gehst zu so einem Freund in Gladbeck und guckst aus dem Fenster und da steht so eine S-Bahn oder eine U-Bahn auf der Straßenbahn. Ja. Als wenn da einer eine Weiche falsch eingestellt hätte. Und die da gar nicht sein steht durfte. So ein ICE mitten in Gladbeck. So, ja. Wait a second. Moment mal. Das Moment. Halt, stopp. Ist bestimmt schon mal irgendwo passiert. Das wäre echt witzig. Da, Deutsche Bahn. Das ist eine coole Idee für eine Fotomontage. So ein ICE mitten in der Innenstadt. Auf der Straße, ja genau. Straßenbahnstrecke. Nein! Irgendwas ist passiert, ich werde es ja auch gleich sehen. Ich bin auf die falsche Schiene gefahren, ich habe vergessen umzuschalten. Ach so. Und jetzt? Fahre ich genau auf den Prellbock auf. Oh. Gibt es keinen Rückwärtsgang? Nein. Oh. Das ist ungünstig. Okay. Plöp. Und du bist durch den Prellbock durchgefahren. Die S-Bahn ist noch hier. Zu diesem Fahrzeug wechseln. Ja. Ach, da ist der Prellbock. Nee, das war ja nur so ein komisches Zeichen. Ich bin jetzt in der S-Bahn drin. Oder in der U-Bahn. Ja, das ist ganz schön verzögert. Ich glaube, ich muss mal refreshen. Türen zu. Und losfahren. Achso, ja, da gibt es nämlich diesen einen Bug. Nur diesen einen. Ja, dass die losfahren, da muss man so ein bisschen kämpfen. Da gibt es nämlich diesen einen Bug, der heißt OMSI 2. Ich sollte aufpassen, ich glaube, ich mache mir gerade ein paar Feinde. Ich glaube, die fährt nicht. Man kann die Türen auf und zu machen, aber sie fährt nicht. Mann, oh! Okay, ich kann jetzt nochmal versuchen, die Tram wieder reinzuspawnen. Ich garantiere aber für überhaupt nichts. Achso, dann lasse ich wenigstens die KI weiterfahren. Blip. Dann probieren wir das nochmal, warte mal. Genau hier spawnen. Versuchen wir das nochmal. Neuer Bus. Straßenbahn. Gladbeck. Aber es ist schon irgendwie witzig, dass du einfach in diese US-Bahn rein kannst und da auch die Türen aufmachen kannst und so. Ja. Das ist schon interessant. Er hat Tatsache gespawnt. Ich kann also weiterfahren. Alles super. Okay, jetzt muss ich das nur nochmal neu einstellen. Neuen Fahrplan suchen. Und zwar 301. Und dann denken, hinten die Weiche umzuschalten. Das ist immer richtig eklig. Aber ich dachte, du hast alle Weichen schon am Anfang der Fahrt umgestellt. Ja, doch noch nicht über 30 Kilometer Strecke. Ach so, nur okay. Die in Gladbeck habe ich schon mal richtig geschaltet, dass du auf die richtige Strecke kommst. Naja, passt schon. Ja. Sieht auf jeden Fall kompliziert aus. Es ist kompliziert. Wüsste gar nicht, was die ganzen Zahlen und Nummern und Buchstaben da bedeuten. Ey. Sie bedeuten eigentlich nichts. Ach, okay, sehr gut. So, 00. Wir können losfahren. Jetzt muss ich noch richtig schildern und dann haben wir's. Nee, wir fahren nicht zur Essener Straße. Wir fahren ja wieder nach Hauptbahnhof. Da hinten ist die U-Bahn irgendwie rumgebackt gerade. Was?
Die ist so nach links und rechts gewippt irgendwie, als du das eingestellt hast. Okay, habe ich jetzt nicht gesehen. Hast du gar nicht gesehen, oder? Nee. Die ist so ganz schnell nach links und rechts gewippt, die Wagen. Die machen da gerade Rave-Party drin. Ohne Witze, ey. Das sah echt witzig aus. So, jetzt fahre ich aber ganz stur durch. So. Das Lustige ist ja, ich zeig dir das jetzt mal später, wenn ich hier die Kopfbewegungen in den Menüs wieder anmache. Ja. Und ich fahre über Weichen drüber. Pass auf, was passiert? Oh Gott, ich muss die Weichen noch umschalten. Oh Gott, schnell, schnell. Naja, ich kann ja Pause machen. Ach so. Boah, langweilig. Ich dachte, du machst das jetzt hier so actionfilmmäßig, noch kurz bevor wir drüber fahren, so die Weiche umstellen. Ja, mal gucken, ob dieser Bug jetzt passiert, wo das so ausrastet. Könnte auch sein, dass sich das Problem mittlerweile gelöst hat. Da, siehst du? Hast du gesehen? Ja, siehst du es. Noch siehst du es nicht. Nee. Wir fahren gerade drüber. Jetzt stehst du an der Ampel. Ja, warte. Kurz dann gezuckt. Warte noch ein paar Sekunden. Ja, jetzt wackelt es gerade. Das ist so behindert. Was ist das? Warum macht er das? Das sind die Kopfbewegungen. Wenn du um eine Kurve fährst, dann lehnt sich die Kamera mit nach links, wenn du rechts um die Kurve fährst. Und das funktioniert bei der Straßenbahn einfach nicht. Und die Kamera ist so an das Cockpit von der Bahn und das Cockpit von der Bahn ist an die Kamera so geheftet und deshalb... Nee, eben nicht. So. Die Kamera ist jetzt frei und die Bahn schwingt ganz wenig, sodass man es eigentlich gar nicht sieht. Ach so. Okay. Wenn aber die freie Kamerabewegung an ist, dann musst du immer links, rechts. Und das ist überfordert. Und wenn sie nicht machst, dann klebt sie wirklich am Rahmen dran. Dann ist das gar nicht mehr. Das sieht aus wie Erdbeben oder so. Das ist schon irgendwie krank. So, jetzt sollte es aufhören. Siehst du? Jetzt ist es nicht mehr. Wir fahren mit der Schüttel. Mit der Schüttelbahn. Ist bestimmt nach Partys richtig geil. Ach du Scheiße. Das ist Brechmittel. 1, 2, 3 Brechprobe. Jetzt ist es komplett weg. Das ist komisch. Manchmal fliegt man mit der Kamera auch so komplett aus dem Fahrerhaus raus. Entschuldigung, aus dem Fahrerhaus raus und guckt so von der Seite daneben, dann geht die wieder langsam rein. Dann fliegt sie wieder raus und geht wieder rein. Ist komisch. Ist Omsi. Ja. Alles normal. Ist so gewollt. It's not a bug, it's a feature. Oh, ich bin der Scheiße. So. Genau, einsteigen, meine Damen und Herren. Die nächste Fahrt geht rückwärts. So. Diese Texturen der Bäume, schreibt Tillmann 2000. Ja, die sind doch, das ist doch Wahnsinn. Ist doch hübsch. Geht doch. Guck doch mal an. Ist doch High Definition. Das ist doch der pure Augenkrebs, Keks. Die Bäume haben alle unten so einen HDMI-Eingang. Das ist 4K. Ja, genau, 4K-Bäume. Aus 4K-Texturen zusammengesteckt. Sie hatten aber nur eine einzige Textur da. Ja, genau. Kann man mal klein schneiden und groß ziehen, passt schon. Das ist wie in diesen alten Rennspielen. Da gab es dann auch immer so am Rand so diese Aufsteller, Baumaufsteller, die dann so aus zwei Ebenen zusammengesteckt waren. Die hier sind ja auch aus zwei Ebenen. Ja, genau. Sogar aus mehreren, aber trotzdem ist es kacke aus. Ich glaube, ich darf fahren. Ich durfte gerade fahren, ganz kurz. Ich fahre jetzt einfach. Felix, kannst du 10 Minuten länger machen? Wer ist denn danach dran? Ich schau. Das wollte ich dir eigentlich damit sagen, ja. Danach ist Lunch Truck Tycoon mit Trainsa und Kunterbund TV. Nein, kann ich nicht. Nächster halt Hügelstraße. Nee, lässt sich machen.